Isaac. So, hallo. Wir machen weiter bei Isaac Repentance. Und es ist endlich soweit. Also für mich endlich soweit. Für euch ist es wahrscheinlich nichts Neues. Aber wir haben alle Tainted-Charaktere und können jetzt loslegen. Und ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes. Weil das mit die schnellsten Ones sind, würde ich mir gerne jeden Tainted-Charakter einmal im Greedier-Mode anschauen. Es kann sein, dass dann vielleicht manche Charaktere nicht so funktionieren, wie sie in einem normalen One wären. Weiß ich nicht, ne? Aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal jeden Charakter im Greedier-Mode an, sodass wir jetzt also, ob er dann funktioniert oder nicht, ist egal. Aber dass ich einfach vielleicht rausgefunden habe, was die Charaktere so können. Ne? Ich denke, das ist das, worum es geht. Weil jeder Charakter ist jetzt nochmal neu. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwie zusammenhängen mit ihren alten Charakteren. Wir haben es bisher schon bei Azazel gesehen. Ne? Der kann jetzt laufen. Hat sein Brimstone, so ein Husten-Brimstone praktisch. Ne? Das war die Geschichte. Aber ja, wir gucken mal, was Isaac kann. Ich würde einfach der Reihe nach durchgehen. Ne? Azazel überspringen wir, weil mit dem haben wir das schon gesehen. Haben wir auch schon geschafft in Greed-Mode. Greedier-Mode. Ich will auch wirklich gleich Greedier angehen. Und ich werde ab jetzt im Prinzip nur noch auf Hard spielen, weil jetzt ist es nicht mehr sinnig, normal zu nutzen. So, normal war okay, weil man die Tainted-Charaktere auch so freischalten konnte, aber ab jetzt wäre es schon schlau, alles auf Hard zu machen. Wenn es mir zu schwierig wird, gehe ich wieder auf normal, weil mir dann die normalen Unlocks reichen, aber ja, wir gucken mal, was wir erreichen, ne? Okay. Insofern, Greedier, Isaac, los geht's. Und da unten steht More Options und Less Room. Weniger Platz, aber mehr Möglichkeiten. Hm. Okay. Was auch immer. Okay, Isaac hat schon mal keinen D6. Also von More Options sehe ich jetzt nichts. Ich muss auch immer gut gucken, ob hier irgendwas Neues steht, ne? Vielleicht ist ja hier irgendwas erklärt, was neu ist. Aber sehe ich jetzt hier nicht im Moment. Isaac hat eine Bombe dabei und was ist das denn da am Rand unter den Herzen? Less Room. Kann Isaac nur 8 Items tragen? Hä? More Options! Ah, ich habe jetzt eine Auswahl. Ich krieg jetzt bei jedem Item eine Auswahl, oder wie? Wechsel das im Shop jetzt auch schon hin und her? Oh mein Gott. Ah ja. Ah ja. Oh, ja, das ist jetzt nicht so... Wobei, doch, das ist okay. Das ist voll okay. Das ist voll okay. An den Schlüssel kommen wir jetzt leider noch nicht ran, ne? Müssen wir jetzt erstmal... Also ich komme noch nicht in den Itemraum, das wollte ich damit sagen. Und Stahlraum traue ich mich noch nicht, weil Herzen. Wir könnten natürlich... Ich werde ihn eh versuchen zu sprengen, von daher könnten wir hier gleich mal eine Bombe setzen und gucken, ob eine Münze... Alles klar. Dann gucken wir, was wir hinkriegen. Wir haben ja schon mal ein Damage up, das ist ja schon mal ganz okay. So. Aber auch hier gilt, wie bei allen anderen Sachen auch, der Anfang muss sitzen, dann läuft der Rest. Aber der Anfang beim Greedier Mode ist immer so das Kritische. Ja, wenn mich dann vor allem der Typ trifft, der ein ganzes Herzschaden abzieht, dann ist es schon mal dumm. Jo. Das Problem ist halt, jetzt bin ich zu langsam. Jetzt bin ich zu langsam, jetzt kommt halt die ganze Horde. Das ist das Problem. Na, aber jetzt habe ich in der einen Phase getrödelt. Jetzt kommt die ganze Horde. Aber okay, dann kann Isaac also... Achso, ich weiß, ob ich es jetzt schon gesagt habe. Wenn ich in dem... Oh mein Gott. Wenn ich in dem Part, der... Oh mein Gott. Es ist zu viel los. Es ist zu viel los. Ja.
Wenn ich in dem Guidia-Run irgendwas nicht rausfinde, was ich hätte rausfinden können zu dem Charakter, dürft ihr mir gerne Hinweise zu dem Charakter geben. Ja? Also das ist gar kein... LOL, das ist jetzt voll lustig, dass ich eine Range-Up-Pille bekommen habe. Weil das andere Item wäre nur Range-Up gewesen. Jetzt habe ich doch beides gekriegt. Null. Also wenn ich irgendwas nicht... Also wenn ich... mein Gott. Wenn ich irgendwas hätte rausfinden können, was ich nicht rausgefunden habe, dann dürft ihr mir da gerne Hinweise geben. Ja, und Isaac ist jetzt einfach ein wandelnder D6, allerdings nur einfacher. Also, der wird halt einmal eingesetzt praktisch, ne, und dann ist gut. Jo! Da muss man ja voll aufpassen, dass man sich nicht freut und ein Item einsammelt und dann wechselt es in dem Moment einfach. Das wäre ja übel bitter. Okay. Das wäre ja übelst bitter. So, wir müssen jetzt schnell sein. Sonst wird es hier wieder viel zu voll gleich. Ich habe halt wieder keinen Schlüssel gekriegt, was ärgerlich ist. Das ist natürlich gut, wenn man das Item aus dem Itemraum auch mitnehmen kann. Aber dann ist es wirklich so da oben, wenn es nämlich die Items werden da oben eingetragen. Isaac kann 8 Items mitnehmen. Was passiert aber, wenn jetzt die 8 Items voll sind? Wird dann das nächste Item überschrieben oder kann er einfach... Oh Mist. Oh Mist. Oder kann er einfach kein weiteres mitnehmen? Ja, wir werden es rausfinden. Also im Guidia-Mode werden wir auf jeden Fall mehr als 8 Items zusammenbekommen. Aber wenn er wirklich nur 8 Items mitnehmen kann, macht das natürlich viele Dinge schon sehr schwierig. Weil dann hat man zwar die Möglichkeit auszusuchen, was man mitnimmt, und hatte man zwei gute Optionen. Oh mein Gott! Und hatte man zwei gute Optionen. Aber viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht dann. Ach, jetzt! Ha, jetzt ist es schon wieder viel zu voll. Das ist, was ich meine. Das ist, was ich meine. So. Guck gleich mal nach Münzen. Aber das ist auch, was ich meinte, mit der Greed-Mode muss mal anlaufen. Dann nehmen wir das Damage ab. Jetzt bin ich wieder... Ich gucke erstmal in den Shop, ob ich da einen Schlüssel kriege. Oha. Weil an sich würde ich das Damage ab bevorzugen. Wir sind mal so frei. Okay. Okay. Dann hole ich mir das Damage ab und habe den Schlüssel jetzt so. Oh! Da ist auch die Entscheidung relativ einfach. So. Okay, und es ist ja gleichzeitig ein HP-Up, habe ich gerade komplett verdrängt. Gut, dann weiter im Programm. Gucken wir mal, wie das jetzt läuft. Aber das wird auch wieder dann so eine Geschichte, wenn ich immer die Wahl habe, auch in normalen Runs, das wird mit Isaac wieder eine dramatische Geschichte, vor allem mit den Kommentaren. Nein, warum hast du das genommen? Hättest doch das andere mitnehmen müssen. Okay. Wir werden sehen, was passiert. Boah, das wird richtig übel. Das wird richtig übel. Aber auch interessant. Sehr interessant. Also da auf die Isaac Runs freue ich mich jetzt schon. Aber wir gucken uns, wie gesagt, wir gucken uns wirklich erstmal jeden Charakter an. Hoffen, dass wir in einem Part den Greed Mode schaffen. Wenn ich es innerhalb einer Stunde so nicht schaffe, den Greed Mode, dann ist okay. Dann lassen wir es halt, ne? Aber ich denke, das ist eine Möglichkeit, um am schnellsten den Charakter ein bisschen kennenzulernen, was der so kann, was seine Spezialfähigkeiten sind und solche Geschichten. Oh mein Gott, der ist wieder... Das ist wieder so eine Kacke.
Mach dich weg jetzt. Kommt die nächste, der nächste Müll. Alter, es ist zu viel. Ich werde die nicht los. Oh. Jetzt explodiert doch mal, danke. Keine Ahnung, wie viel Energie ich noch habe. Ich sehe es ja nicht. Noch mehr Müll. Jetzt haben wir aber alles durch. Jetzt ist alles durch. Mehr kommt nicht. Jetzt nur noch aufräumen. Nur noch aufräumen. Einfach nicht von Großen treffen lassen. Schau, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich schon down bin. Oh mein Gott. Ich spreng's lieber jetzt gleich. Ich weiß, dass es eigentlich doof ist und man es im Kampf benutzen sollte. Aber bevor ich mich damit nachher selber sprenge. Oh lol. Oh lol. Probieren wir es gleich wie vorhin. Super. Dann gucken wir mal, was du für mich hast. Okay. Ah, das wechselt jetzt dann auch durch. Alles wechselt durch. Oha, oha, oha. Ja, das kann ich mir jetzt mit der Energie schon mal nicht vorstellen, dass das jetzt was wird. Oh, hier wären die Bouncing Tears. Oh, hier wäre so viel Geiles zu... Oh mein Gott, wäre hier... Oh mein Gott. Wait, wie funktioniert eigentlich Spacebar? Okay, Spacebar-Items, gehen die dann auch in diese Liste rein? Haben wir gar nicht gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt für was wird übrigens. Aber wir probieren es halt. Aber das Problem ist, es geht viel zu schnell. Ja, nee, das ist... Nee, komm, wir starten gleich. Ach, ich wollte es nicht einsetzen. Ich wollte neu starten. Ah, nee. Kannst du behalten. Curse of Dark, das kannst du echt behalten. Aber es wechselt so schnell. Ich sehe es schon kommen, dass ich irgendwann mich freue, dass ein Item kommt. Lauf hin. Und bis ich dort bin, ist es ein anderes Item. Und dann sammle ich versehentlich das Falsche ein. Genauso wird es kommen. Okay, komme ich mit einer Bombe an beide Truhen ran? Ich fürchte, nein. Das ist sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Aber vielleicht kriege ich zumindest einen Schlüssel. Das ist nicht... Oh, das ist so nicht fair. Hätte ich das gewusst, hätte... Oh, nee, da resette ich doch direkt. Okay. So. Oh, lol. Wir können direkt weitergehen. Machen wir natürlich nicht. Neuer Versuch. Oh, lol. Wie ist denn das jetzt, wenn ich das jetzt hier... Muss ich das in dem Moment einsetzen, wo es sozusagen losgeht? Oder gilt es dann für alles? Ach so, er sucht sich ja irgendwas random aus. Er sucht sich ja irgendwas random aus. Stimmt ja. Er sucht sich ja random was aus. Ich dachte jetzt, es werden einfach alle gratis gleich... ja, lol. Ja. Weiß jetzt nicht, ob das so... Naja, gucken wir mal, was passiert. Es ist halt,
Es ist, ich kann es nur wiederholen, es ist wirklich der Anfang. Wenn man den Anfang mal hat, wenn man mal ein bisschen was hat, dann läuft der Rest relativ gut durch. Dann kann es noch bei Greedia scheitern. Aber wenn man mal ein bisschen was hat, dann läuft der Rest. Aber der Anfang ist so ein nerviger Start. Weil man praktisch nichts machen kann, so richtig. Ey, das wird wieder nix. Weil jetzt, es wird immer mehr, es wird immer mehr, es wird immer mehr. Wenn ich nicht am Anfang schon eine Baba-Kombination habe, dann wird das echt kritisch. Im heutigen Part hat Counter geschrieben, ich soll das Dang It lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so oft gesagt habe, aber scheinbar ja. Es ist mir aufgefallen. Also ich werde mich bemühen, es zu lassen. Es wäre mir jetzt gar nicht bewusst gewesen, dass ich es so oft gesagt habe. Es war einfach nur im heutigen Part, wurde das halt geschrieben. Also heute kam Part 98 raus. Keeper, wir haben ein Problem, war das. Der erste Part mit Keeper, wo ich noch überhaupt nicht mich ausgekannt habe. Danach ist es ja dann doch ein bisschen... Ach nee, Quatsch, dann kam ja erst der Part 99, wo ich alles zusammengefasst habe. Ach, ich konnte nicht... da war der scheiß Stein. Halleluja, das läuft ja großartig. Aber wie wir immer wieder mit diesem Bild anfangen. Please work. Frech. Was ist... Ach, okay, jetzt gehen wir in den Stachelraum, weil hier ein Herz rumliegt. Oh mein Gott. Ja, okay. Aber so jetzt in den Kampf gehen ist doch auch schon wieder Kacke. Ja, ich bin jetzt nicht, also bin jetzt bei der Runde noch weniger motiviert, muss ich gestehen. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir was hin. Aber ich meine, es ist ganz cool, dass die im Feuer spawnen teilweise und dadurch sich gleich verabschieden. Die verabschieden sich jetzt allerdings überhaupt nicht, weil die selber Feuer sind. Okay. Aber so mengentechnisch sieht es im Moment okay aus. Es ist jetzt noch nicht so, dass wir Überdruss haben an Gegnern. Oh, das wird jetzt kritisch. Weil die schmeißen jetzt alles Mögliche rum und die machen Fliegen und alles Mögliche. Hilfe. Der muss weg, der muss weg, der muss weg. Nice. Jo, das war frech. Ah, nee. Ist es die letzte Phase jetzt? Ja, letzte Phase, okay. Okay, das sollten wir diesmal schaffen. Aber links viel haben wir nicht. Wir kommen maximal noch in den Itemraum rein. Und das war's. Aber gut, ist jetzt auch nicht so dramatisch, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, aber den Schlüssel kaufe ich mir auf jeden Fall. Ich kaufe mir zwei... Ich hoffe halt, dass hier auch ein Schlüssel rauskommt. Ja, war... Okay, war auf jeden Fall
War auf jeden Fall ein sehr sinnvoller Kauf. Oh, das ist denn die Spritze, die da unten rum ist. Also die nach, also die in die andere, also die, die in die andere Richtung zeigt. Was ist denn das für eine Syringe? Ist das überhaupt eine Syringe? Ja, ein Afterbirth Plus Item. Euthanasia, Needle Shot. Each tier has a small chance to be a needle, which deals 3x your tier damage. If a needle hits a non-boss enemy, it will instantly kill it and will explode into a circle of 10 more needles. Yo, das geht mit Luck. Also wenn wir wieder eine Luck-Karte hätten, wäre das super cool. Okay, probieren wir definitiv aus. Probieren wir definitiv aus. Klingt ja super nice. Ich meine, es ist eine sehr geringe Chance, ne, mit einer Nadel. Aber die killt Gegner instant. Also selbst wenn die mal kommen sollte irgendwann. 3,3% ist wenig, ne? Aber mit Luck up würde man das erhöhen können. Ja, okay. Es ist wirklich... Ja, sehr un- da war mal eine Nadel. Okay, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die kommen. Aber sie können kommen. Gut. Ja, ich würde noch das Damage abkaufen. Ich weiß nicht, was das Ding ist. Ich will mir... Okay, ich gucke mal kurz nach, was diese Kappe ist, oder was? Ich weiß halt nicht mal, wo ich die finde. Ich habe jetzt... Da kann ich jetzt wirklich nicht... Ah, ich habe sie gesehen. Ist ein Afterbirth-Item. Deep Pockets. Increases your money cap to 999. Ah, dann kann man 999 Geld tragen. Aha. Oha, okay. Klingt eigentlich gut. Für Dings, aber ich weiß jetzt nicht. Hier steht dort, wenn er rumclear would otherwise yield no rewards, it now spawns 1-3 Pennies. Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sich das hier auswirkt. Ob jetzt hier mehr Münzen spawnen, wenn ich das nehme. Weil wenn mehr Münzen kommen würden, wäre es cool. Aber andererseits spielen wir Isaac und haben diese 8 Slots nur zur Verfügung. Ich würde das nicht mit einem Slot befüllen wollen, bin ich gerade ganz ehrlich. Okay, wir gucken mal. Kann die Nadel auch die Viecher eigentlich kaputt machen? Wenn es jetzt mal kommen würde. Nein, okay, die macht sie nicht kaputt. Haben wir das auch getestet. Gut, jetzt wäre hier nochmal ein Damage-Up. Also wenn wir nochmal Geld zusammen bekommen sollten, würde ich mich an dem Damage-Up versuchen. Schade. Na gut, gucken wir, was passiert. Okay, der ist erstmal in Ordnung. Der macht an sich keine Probleme. Und dann noch ein Pin, okay. Ein Pin oder zwei Pin? Scheinbar ein Pin. Ich bin abgerutscht, ich wollte das nicht einsetzen. Aber ist vielleicht gar nicht so dumm. Also es sollte jetzt nochmal getroffen werden, war es nicht dumm, aber eigentlich will ich nicht nochmal getroffen werden bei dem Kampf. Ah Mist, wir haben 3 Münzen zu wenig. Ach, das ist doch Kacke. Ach, das ist doch Kacke. Wir haben einfach 3 Münzen zu wenig. Aber wichtig ist, dass wir den Satan-Deal einmal freischalten, dass wir beim nächsten Mal den Engel-Deal bekommen können. Aber auf das Damage-Up muss ich leider... Es ist ja ein Damage plus HP, aber es wäre echt geil gewesen, aber muss jetzt leider drauf verzichten. Ich komme an nicht weitere Münzen ran. Wüsste nicht, wie ich an weitere Münzen rankommen soll.
Es wäre schon mal gut, jetzt aber das blaue Herz zu behalten. Weil wir haben nicht viel Energie für den nächsten Raum im Moment. Ah, shit, ey. 3 Münzen. Ich könnte natürlich auf Verdacht Bomben legen und den Geheimraum suchen, aber der hat zu viele Möglichkeiten. Oder ich hoffe, dass hier noch Münzen auftauchen. Ah, okay, ich könnte auch hier auf Verdacht Bomben legen. Hm. Die Töpfe könnten halt wirklich Münzen beinhalten. Kann ich die so legen, dass da mehr gesprengt wird? Oh mein Gott. Eine Münze noch. Was haben wir hier oben? Haben wir hier oben auch Töpfe oder irgendwas Brauchbares zum Sprengen? Nee, also hier wirklich nichts mehr. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Dann ist jetzt die Hoffnung, dass diese zwei Töpfe mir Münzen bringen. Eine Münze, eine Münze! Dann kaufe ich halt zumindest nochmal einen Schlüssel. Da habe ich schon mal einen dabei für den nächsten Itemraum. Sollte es keinen Schlüssel in dem nächsten Shop geben. Schade! Ich habe alles getan, was ich konnte. Wir kamen an das Damage ab. Plus HP ab leider nicht dran. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber gut, ist es so. Damage up. Stapler. Da wir... Wait, was ist die goldene Dings? Ist es nicht, dass die Familias sich verdoppeln? Schon, ne? Ja, genau, Box of Friends. Nützt mir nichts, also muss ich die Fliege mitnehmen. Auch wenn die jetzt nicht gerade, ne? Nicht gerade das Nonplusultra ist. Sollten wir mal Gegner am Rand haben, habe ich Glück, aber so an sich ist die jetzt halt. Naja. Sie existiert. Ich würde die Streichhölzer nehmen. Definitiv, definitiv, definitiv. Sehr schön. Oh, noch ein Tears Up. Noch ein Tears Up. Das würde ich auch nehmen. Jetzt ist die Energie halt scheiße. Sollen wir kurz probieren, Herzen zu bekommen über die Maschine? 2 Münzen kann ich opfern. Vielleicht bekomme ich was. Eine Bombe oder ein Herz wäre super. Das ist nur ein halbes, aber ist okay. Ja, gut. I tried. Ah, es wird jetzt kritisch. Das war, glaube ich, meine Spritze. Okay, hier unten ist noch nichts. Solange wir es schaffen, so viel aufzuräumen, dass wir nichts Neues praktisch bekommen, ist ja alles cool. Nichts Neues. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Ich habe es nur nicht richtig ausgedrückt. Ah, jetzt wird schon wieder kritisch hier. Mist. Ich habe auf was Schöneres gehofft. Balls of Steel oder so. Aber wir haben leider PhD ja noch nicht eingesammelt. Ah! Hier, du musst weg, du musst weg, du musst weg, du machst böse Sachen. Du machst vor allem ein Herzschaden. Du musst weg! Danke. Für deine Einsicht. Ist er noch da? Nein, sind alle weg, sind alle weg, alle weg. Alle weg, wir sind komplett auf Null. Sehr gut. Der macht auch böse Sachen. Der macht auch böse Sachen, auf den muss ich aufpassen. Der kann springen und böse Sachen machen. Das ist die letzte Phase. Wenn ich die überstehe, haben wir es. Hör auf, böse Sachen zu machen. Okay. Oi, 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 oi. So, hier haben wir alles gemacht, ne? Hier haben wir auch alles gemacht. 12 Münzen ist nicht viel.
12 Münzen ist nicht viel. Was soll ich damit jetzt an... Ach ja, ich kann für 7 Dings das kaufen. So. Ich glaube, die Tiersrate ist bei 5,0. Ist die an ihrem Cap? Ist die an ihrem Cap? Ich glaube, ja. Bin mir nicht sicher, aber ich traue mich nicht, noch mehr zu kaufen. Bin ich ganz ehrlich gerade. Ich würde jetzt zur Sicherheit ein Herz kaufen. Muss. Jo! Das hätte böse ausgehen können. Okay. Das ist jetzt zum Glück ein sehr angenehmer Boss. Aber das Herz, wir werden gleich sehen, ob das Herz notwendig war oder nicht. Aber ich fühle mich so schon mal sicherer. Okay. Das sollte bosstechnisch sollte das jetzt wirklich passen. Mit dem Damage, den wir machen, dürfte der Typ da oben, Husk, kein Problem sein. Und wenn ich jetzt in irgendeine Fliege oder Spinne reinrenne, kriege ich einen Rappel. Aber wirklich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr nice. Okay. Puh. Ich krieg hier Bomben. Deswegen habe ich es vor allem gemacht. Aber guck mal, jetzt ist nämlich folgendes. Jetzt ist dieses Ding da oben voll. Jetzt ist das Ding da oben einfach voll. Und ich kann hier durchwechseln. Bedeutet das? Ich muss, wenn ich das nächste Item einsammle, überschreibe ich dann das Item, was hier an der Auswahl ist? Na, seht ihr das, wie ich da durchwechsel? Kann ich das größer machen? Nee. Dann würde ich natürlich das überschreiben, was mir aktuell nichts bringt, nämlich dieses Teil. Oder dann sind die Bomben hoffentlich nicht gleichzeitig wieder weg. Ich meine, ich kann sie einsetzen, dann können sie nicht weg sein. Ich wollte hier sprengen, dass ich an das Herz ankomme. Und, richtig, und hoffen, dass irgendwas Brauchbares kommt. Und es kam was extremst Brauchbares. Sehr schön. So, und jetzt probieren wir das aus. Ich hole mir das Damage ab. Und hoffe, dass diese Spritze jetzt das Match-Ding überschreibt, weil das brauche ich ja nicht mehr. Ne? Das ist ja ein Item, was ich echt überschreiben kann. Genauso wie ich die Protector Fly da überschreiben kann. Ja. Er hat's überschrieben. Er hat's überschrieben. Meine Bomben sind noch da. Statuseffekte würde man wahrscheinlich verlieren. Schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Das würde ich mich jetzt nicht trauen, das auszuprobieren. Oha. Crazy. Nice. Ach, aber jetzt ist es so, dass man es auswechseln kann. Das heißt, man kann sich auch da nochmal umentscheiden. Moment. Mal eine ganz dumme Frage. Wenn ich das jetzt wieder einsammle, bekomme ich dann nochmal Bomben? Das wäre ja komisch. Nee, natürlich nicht. Okay. Okay, okay, okay. Aber man kann sozusagen, wenn man merkt, man hat es falsch eingesammelt oder man hat was überschrieben, was man nicht überschreiben wollte, dann kann man es rückgängig machen. So verstehe ich das jetzt mal. Das ist ja ganz nett. Das ist ja ganz nett. So, jetzt Satankampf und dann Engelraum. Oh nein, was... Oh, nice. An sich ist jetzt das sogar gut, getroffen zu werden, lul. Aber das sollte ich nicht als Ziel haben. Das sollte ich nicht als Zielsetzung haben. Getroffen zu werden. Aber an sich ist es jetzt wirklich okay, getroffen zu werden. Na, nicht okay, aber es ist, es hat auch seine Vorteile. Sagen wir, drücken wir es so aus. Oh, jetzt kann ich hier auch... Oh mein Gott. Was ist denn da was? Ey, ich wäre schon auf das Schwert, ne? Ich wäre schon auf das Schwert eigentlich jetzt aus. Andererseits, nachher sehe ich bei Trisagion wieder nichts. Wir nehmen das Schwert. Ah, jetzt habe ich die Spritze überschrieben. Seht ihr, das ist, was ich meine. Okay, Spritze zurück und wir überschreiben die Fliege.
Oha, das ist eine sehr interessante Geschichte. Kann die jetzt immer noch? Ja, das ist doch voll okay. Sehr schön. Lol. Also ich glaube, wir haben so einigermaßen verstanden, wie das funktioniert. Okay, was macht diese Remote? Ich nenne es mal Remote, weil es wie eine Fernbedienung aussieht. Habe ich schon mal bestimmt eingetippt. Ja, Klicker. This item will randomly change you into another character and remove the last item you picked up. Ja, auf Wiedersehen. Nein, danke. Okay. Wir könnten hier noch sprengen und hoffen. Ich habe natürlich auf 15 Münzen wegen PhD gehofft. Aber ist okay. Dann machen wir wieder das gleiche wie vorhin. Wir gucken noch kurz in den unteren Raum. Vielleicht sind da noch zwei Münzen zu holen. Dann würde ich mir noch PhD mitnehmen. Oh, zwei Münzen. Zwei Münzen. Zwei Münzen. Ich könnte natürlich auch. Ist das jetzt dumm? Ihr haut mich gleich. Ihr haut mich gleich so richtig. Ja, ihr haut mich jetzt. Ich weiß es, aber haut mich ruhig. Haut mich ruhig. Haut mich ruhig, es ist in Ordnung. So. Was überschreiben wir für PhD? Ein Tiersab müssen wir überschreiben, theoretisch, ne? Aber das Ding ist halt, ich kann mit Items ja keine Stat-Ups so richtig mehr machen, wenn ich die Auswahl da nicht habe. Also brauche ich Pillen. Ich brauche Pillen. Ich überschreibe ein Tiersab, weil Tiersab brauche ich mit dem Schwert nicht mehr so krass. Lucker brauche ich aber für den Effekt mit der. Oh, wobei, ja gut. Das ist jetzt wieder die andere Geschichte, ne? Das ist jetzt natürlich wieder die andere Geschichte. Dass wir jetzt natürlich, ich weiß gar nicht, ob das Schwert jetzt irgendwann auch mal diesen Spritzeneffekt noch hat. Keine Ahnung, wir werden sehen. Ob es irgendwie was bringt. So. HP ab. HP ab ist definitiv. Ja, gut, ist eigentlich egal, welches ich nehme. Oder gemacht es sogar mehr HP? Nein! Das zählt ja auch als Item. Wollt ihr mich foppen? Wait, das Herz ist noch da. Das Herz ist noch da, ne? Das muss ich einmal einsammeln, dann kann ich es liegen lassen, oder was? Ah, okay, also man muss. Aber Statuseffekte, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier austauschen würde, die würden zurückgehen, wenn ich das ablege. Ja, seht ihr? Der Statuseffekt ist zurückgegangen. Aber das HP ab, also das Herz ist geblieben. Okay. Interessant. Woher weiß man denn dann, was bleibt und was nicht? Okay, ich gebe jetzt mal dieses Ding ab und guck mal, ob das Schwert immer noch rot wird. Nein, also der Effekt ist dann auch weg. Ha. Okay, interessant. I guess. Ah, die gehen nicht kaputt. Ich dachte, die kann man mit dem Schwert kaputt machen. Das war ein Irrtum. Och, was ist das denn? Creepy Bombs. Oh, der Sprenkler. Was macht der Sprenkler? Den werde ich definitiv kaufen, aber was macht er, wenn ich ein Schwert habe? Schießt der Schwerter? Den werde ich definitiv kaufen, weil der für Greed unfassbar geil ist. Also der ist jetzt schon gekauft. Der ist jetzt schon gekauft. Ich liebe das Schwert so sehr, ne? Okay, wir haben immer noch den Spritzeneffekt. Nice. Sonst hätte ich nämlich überlegt, die Spritze abzugeben. Aber der Effekt existiert noch.
Ach, komm. Ach, komm. Was? Wo? Was? Ich hab'n... Hat der Lilane geschossen? Ich hatte doch noch ein ganzes Herz. Hat der... Ist der... Ah, shit. Aber das, also das mit den Items da oben, das ist echt interessant. Ich sitz, ist jetzt echt ärgerlich. Ich hätte den Nuan gerne weitergespielt. Vor allem wegen dem Sprengler und plus Schwert. Sprengler plus Schwert hätte ich gerne mal... Oh. Sprengler plus Schwert hätte ich echt gerne mal gesehen. Sprengler plus Schwert hätte ich echt gerne mal gesehen. Das war leider nix. Mit Sprengler plus Schwert. Oh, lol. So, was gibt's gratis? Ein Schlüssel. Ja, gut, ist okay. Dann komme ich zumindest in meinen Itemraum rein. Ach. Naja. Naja. Da war die Auswahl. Was ist eigentlich, wenn man dann jetzt in so einer Situation einen D6 einsetzt? Gibt es einen D6 überhaupt noch? Oder ist der jetzt einfach raus aus dem Pool für diese Runden? Weil das Ding ist ja, was würde der D6 bewirken? Dass zwei andere Items zur Auswahl dann sind oder sowas? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, jetzt mein letzter Run übrigens. Also, wenn er schnell geht, ist es mein letzter Run. Wenn wir direkt sterben... Ist es nicht mein letzter Run. Quatsch, wenn er weit geht, ist es mein letzter Run. Wenn wir direkt sterben, ist es nicht mein letzter Run. Dann probiere ich natürlich noch ein bisschen. Aber so für den Greed Mode... Das ist halt auch das Ding, der Greed Mode ist halt nicht sonderlich spannend, ne? Entschuldigung, das war ein bisschen laut. Der Greed-Mod ist halt nicht sonderlich spannend. Man geht halt keine Räume ab, in dem Sinne, man kämpft halt einfach nur. Ich finde es zum Charakter ermitteln ganz interessant. Aber die eigentliche... Der eigentliche, sag ich mal... ja, die eigentliche Magie dieses Charakters vor allem auch setzt sich ja eigentlich erst dann in dem richtigen Spiel fort. Wenn wir wirklich uns immer zwischen 8 Items einfach entscheiden müssen. Ah, boy! Das wird dann schon eine andere Geschichte nochmal. Ja, das mit dem Schwert gerade, das Problem war, dass ich sehr nah an die Gegner ran musste. Aber ich habe auch echt schlecht, ich habe echt schlecht gespielt. Ich habe echt richtig schlecht gespielt. Muss man schon zugeben. Ich habe so viele Hits eingesteckt, die nicht notwendig waren. Das war einfach schlecht. Aber gut, es ist halt so. So, dieses Shop-Item in Kombination mit einem Batterie-Item wäre schon ziemlich cool übrigens. Jetzt ist das Herz frei. Ja, gut, dann kann ich es halt einsammeln, aber nicht das, was ich wollte. Ist nicht das, was ich wollte, aber ist okay. Ach, aber das ist jetzt auch die Situation, dass wenn man es einsammelt, ist es sozusagen eingesammelt und es kommt da nichts nach. I see, I see. Da gibt es keinen Restock sozusagen. Okay. Ich würde dann natürlich noch das nächste HP ab mitnehmen, wenn wir jetzt noch eine Münze bekommen. Ich meine, wir bekommen ja noch ein paar Münzen. Ärgerlich ist halt, dass wir eigentlich das Shop-Item öfter einsetzen könnten, wenn ich abbrechen würde. Würde ich abbrechen für ein halbes Herz,
könnte ich das Shop-Item öfter einsetzen, aber es ist mir eigentlich auch wieder ein bisschen zu dumm. Muss ich gestehen. Eigentlich bringt es dann gar nichts, ein Batterie-Item zu nehmen, weil ich ja nicht zwischendurch in den Shop kann. Hm. Gar nicht so eine einfache Entscheidung. Jetzt ist es nämlich gar nicht aufgeladen. Jetzt muss ich eh einfach was kaufen. Wie gesagt, okay, jetzt geht's wieder los mit den HP-Ups. Wir müssen es dann testen, ob sozusagen... Ne, ob das jetzt dann bleibt, wenn ich ein anderes Item einsammle oder halt nicht. Ich kann ja jetzt schon durchwechseln. Ich kann ja jetzt schon überschreiben. Also kann man HP-Ups immer wieder... Wobei diese HP-Ups ja noch mit Status zusammenhängen. Also das Herz bleibt wahrscheinlich, aber der Status bleibt wahrscheinlich nicht. So könnte ich mir das vorstellen, dass es funktioniert. Ist aber nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Okay. Ja, das ist jetzt easy. Yo, Kollege! Lust? Du hast gerade ein bisschen zu viel Lust, habe ich den Eindruck. Holy moly, wieso bin ich... Ich bin doch mit 1,0 nicht zu langsam. Was war das denn? Oha! Das war aber diese andere Flotte Lust. Last. War belastend. Yo! Also, wieso laufe ich denn in die noch rein? Bin ich komplett bescheuert. Aber jetzt kann ich nichts weitermachen. Jetzt kann ich wirklich nichts weitermachen. Ich könnte noch in den Stachelraum gehen, aber der ist mir zu risky. Ach, scheiß drauf. Oha. Schade, dass wir PhD nicht haben. Okay. Okay. Okay, ich denke, der Stachelraum war nicht verkehrt. Herztechnisch nicht so gut, was wir hier machen, aber der Stachelraum an sich war nicht verkehrt. Oh nein, oh nein, oh nein, es wechselt doch jetzt sogar hin und her. Ich weiß doch gar nicht, was ich zur Auswahl hätte. Das ist ja das Dümmste. Ja, und was wäre das andere gewesen? Ich meine, ich freue mich über Road Rage, aber was wäre das andere gewesen? Das ist ja komplett dämlich. Ja, ne? Soll ich gleich ein Item von ihm mir schnappen? Und gucken, ob wir da noch überleben? Ich hab grad ehrlich gesagt... Ach, Mann. Ne, wir füllen uns jetzt erstmal auf. Wir füllen uns jetzt erstmal auf und gucken, was kommt. Und jetzt ist er halt aufgeladen. Jetzt müsste ich eigentlich abbrechen. Für ein halbes Herz abbrechen. Ach komm, scheiße. So, für ein halbes Herz abbrechen. Und sagen hier, gib mir... Ja gut, ich meine, krieg die nächste Aufladung, aber...
Ja, okay. Jetzt kriege ich halt ein Item. Was haben wir hier? Range Up. Was wäre der Rest gewesen? You never know! You will never know! Das Spiel hasst mich einfach. Aber das Problem ist halt, wenn man abbricht, kriegt man, glaube ich, weniger Münzen nachher, ne? Oder eine zumindest. Ist es nur eine Münze weniger? Weiß das immer nicht. Yo, boy! Der ist in mir gespawnt, aber ich habe zum Glück keinen Schaden genommen. Jetzt wird es hier gleich wieder anders kritisch. Halleluja! Nee, Mann. Und das nächste Problem ist halt, wenn ich diese Sache mit dem Shop-Ding mache, dann macht es ja so, dass die weg sind. Also die werden ja nicht restockt. Na, also... Ah! Wenn es zum Beispiel bei einem roten Herzen passieren würde, würde ich das nicht nachkaufen. Oh mein Gott! Würde ich das nicht nachkaufen können. Bitte treff mich nicht, du machst böse Dinge. Okay, er ist down. Sheesh! Wir werden gleich mal die Magnetiktiers überschreiben. Die will ich nämlich gar nicht haben. Und es kommt mir gerade, die kann ich ja jetzt schon überschreiben. Ja, jetzt ist nämlich dieses Herz und ich kann das andere sozusagen... Das hier kann ich noch restocken. Das andere jetzt theoretisch schon nicht mehr. Versteht ihr? Natürlich versteht ihr. Wieso frage ich euch eigentlich? Aber, ach so, kann ich überhaupt schon ersetzen? Weil wenn ich jetzt was kaufe, ersetzt er ja gar nicht. Er geht ja in die nächste Fläche rein. Also ich kann die noch gar nicht loswerden, die Magnetiktiers. Aber das kommt als interessanter Effekt dazu. Man kann jetzt Items wieder loswerden, die man gar nicht haben will. So eine Mom's Pearl kann ich nach 8 Items einfach wieder loswerden. Das ist voll gut. Das ist voll gut. Das ist ja definitiv dann der positive Nutzen aus der Geschichte. Und die Magnetic Tears, die will kein Mensch. Oh, was? Oh mein Gott. Nee. Jetzt macht der Brimstone da oben, ne? Ich glaube, das ist ein Brimstone-Typi. Ne, der macht kein Brimstone. Okay. Okay, der schmeißt einfach Spinnen. Das ist okay. Ja, ist okay. Den Kampf kriegen wir hin und wir kriegen gleich den nächsten Engelraum. Okay, der macht gar keinen Brimstone. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe mich da ein bisschen getäuscht. So, tschüss. Okay, so. Ich werde jetzt nicht das Item kaufen. Ich werde jetzt hier die Herzen hergeben. Weil, selbst wenn wir die Herzen verlieren sollten, kann ich immer noch die Herzen nachkaufen. Aber der ist gerade wieder... Der ist gerade richtig knauserig. Das war jetzt nicht so geil. Weil jetzt kostet es am Ende mehr als 15 Münzen. Was ich da tue. Okay. No! Der macht ganz komische Sachen, ne? Der kann irgendwie, macht irgendwie so Sachen... Ja, genau. Der macht so Sachen weg.
Kommt er gleich wieder, wenn ich den Raum neu betrete? Oder wann kommt er wieder? So Zeug macht er nämlich. Wann kommt er wieder? Gerade scheinbar nicht. Ich muss jetzt aber... Will ich mit einem Herzen riskieren, den Kampf anzugehen und hier was kaufen? Schaffen wir mit einem Herzen den Kampf? Sollen wir auf Risiko spielen? Wir spielen auf Risiko. Das ist nicht, was ich wollte. Das ist das Nutzloseste, was ich finden konnte. Ja, danke. Ja, danke. Das ist genau nicht, was ich will. Oh mein Gott, das hätte ich niemals gekauft, wenn ich es gesehen hätte. Ach, komm schon. Okay. Oh nein. Oh nein. Ich wollte gerade sagen. Oh. Ah, ja. Einen Versuch machen wir noch. Stapler. Oh, Lazarus Wack. Das würde ich mir kaufen. Und an den Schlüssel kommen wir ran und wir kriegen die Bombe auch wieder zurück. Sehr schön. Dann haben wir auch noch den Itemraum. Das war ein Spacebar-Item, ne? Ja, genau. Und das lädt sich dann ja immer wieder auf. Ich glaube, das ist auch... Das könnte jetzt im Greed-Mode auch ganz interessant werden sogar. Wir gucken mal. Versteht ihr? Wie lange bleibt das so? Okay. Eine Weile. Aber das könnte schon deutlich, deutlich helfen beim Aufräumen. Na, dann ist nämlich egal, wie viel Gegner kommen. Nachdem die nächste Phase abgelaufen ist, kann ich es wieder einsetzen. Und kann sagen, hier, viel Spaß. Das fühle ich eigentlich ganz gut sogar, ja. Doch, das gefällt mir. Wenn wir da noch Aufladungen bekommen und wir haben ein Batterie-Item, wir haben im Shop ein Batterie-Item für 7, das würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Das würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Ich meine, das räumt ja einfach komplett die Ebene hier auf für mich. Nein. Zack. Vor allem, es zieht die einfach alle rein. Egal, woher die kommen. Es zieht die einfach alle rein. Das juckt den überhaupt nicht. Das juckt das Black Hole, zieht einfach alles rein. Hatte richtig Bock auf die. Das ist ja voll genial. Macht er das auch mit Bossen? Ich bin jetzt echt... Also ich kaufe jetzt erstmal die Batterie, das ist klar. Das ist ganz richtig, das brauche ich. Oh, Splat-Dings ist auch geil. Das ist auch geil. Hm. Hoffen wir mal, dass wir hier Dings kriegen. Geld? Schade. Kein Geld? Dann erst in der nächsten Runde. Dann muss das jetzt so gehen. Aber wenn ich es richtig interpretiere, habe ich doch jetzt für den Satan-Deal-Kampf, habe ich dann nochmal eine Aufladung, ne?
interpretiere ich doch hoffentlich richtig. Kommt durch diese Wand aus Fliegen wieder nicht durch, ey. Hasse das. Jetzt haben wir mal angreifen können. Ja, du machst 3 Fliegen weg, es kommt 4 nach. Jetzt. Mach dich weg. Stirb. Danke. So, jetzt erstmal die großen Fliegen wegmachen. Jetzt haben wir ja nur noch einen Typ, der Fliegen spawnen kann. Das geht jetzt schon in Ordnung. Tschüss. Ah ne, keine Aufladung mehr. Ah, doch eine Aufladung. Guck mal. Seid ihr da happy? Habt ihr da Bock? Ah, okay, okay. Ja, ja, okay, ich verstehe. Er zieht halt nicht so viel Schaden. Also er zieht die Bosse rein. Aber er macht es jetzt nicht komplett kaputt. Das ist natürlich in Ordnung. Damit kann ich leben. Okay. Erstmal hier rein. Jetzt spawnt es Feuermünzen. Weißt du, vorhin hätte ich 2 Münzen gebraucht, wo ich mich dann habe extra treffen lassen, was ja natürlich eine interessante Strategie war. Aber gut, so. Das hätte ich gerne. Na, das ist nämlich cool. Vor allem gegen viele Gegner ist das schon eine coole Geschichte. Und dann würde ich aber sagen... Ja, wir könnten natürlich wieder ihn probieren, aber ich habe ein bisschen Bammel. Drei Herzen kann ich kaufen. Na komm, wir gehen auf ihn. Sei gnädig und gib mir bald was. Ich weiß, dass wir auf hart spielen, deswegen ist der nicht so... Ist der dann nicht so motiviert? Ist mir schon bewusst. Der Sack ist, glaube ich, der, dass ich, wenn ich im Kreis laufe. Ja, dann nehmen wir schon das Damage Up mit. Auch wenn es ein nicht ganz so gutes Damage Up ist, weil es die Challenge-Gegner erhöht. Aber sollte egal sein. Passt schon. Passt schon. Gehen wir weiter. Gucken wir, was kommt. Harren wir der Dinge. Damage up oder Tears up? Ich würde auf Damage gehen, weil es noch zusätzlich ein genau Speed up ist. Schon nützlich. Oh. Die schiebe ich doch gleich mal in die richtige Richtung. Brauchen wir nur eine Bombe noch. Ach, ich nehme erstmal das halbe Herz. Gar nicht gesehen. Wollte ich das liegen lassen? Schieben wir dich gleich mal in die richtige Richtung. So. Okay, hier gibt es keine Bombe. Das ist schon wieder dumm. Hier gibt es keine Bombe. Ich werde es nicht sprengen können. Ich werde es einfach nicht sprengen können. Oh, das ist frech. Das ist frech. Nein, der gerade der muss mich wieder treffen.
Mann! Ich wollte gerade sagen, wo sind sie denn, die Gegner? Da sind sie. Nein! Ich bin schon wieder an der Phase, wenn mich ein Champion-Viech trifft, war es das. Oh, die Pilze werden nicht reingezogen. Good to know. Also Gegner, die an einem festen Platz sind, juckt es nicht. Okay, da ist ein Bunter dabei. Sie sind beide bunt, ne? Ja, die sind beide bunt. Das ist auch nicht seine normale Farbe. Oh Gott, Champion-Gegner sind raus. Champion-Gegner sind raus. Sehr schön. Heieiei. Kritisch. Wir müssen jetzt erstmal einen Schlüssel kaufen. Ja, wir müssen erstmal einen Schlüssel kaufen. Es hilft nichts. Ich meine, es sind ja zwei Items zur Auswahl. Also, es ist wie wenn ich zwei Item-Dinger hätte. Wafer! Sowas von. Oh mein Gott, ja. Und jetzt muss ich die Herzen aufkaufen. Zum Glück sind die hier im Angebot. Aber wir gehen hier kein Risiko ein. Oh, Wafer ist natürlich der Shit. Uff. Okay. Okay, das sollte doch eigentlich laufen. Da sehe ich eigentlich kein Problem. Sehr schön. Da sehe ich auch kein Problem. Vor allem jetzt sind Champion-Gegner egal, weil sie können halt nur noch ein halbes Herz Schaden machen. Wafer ist so wichtig. Das darf ich nie überschreiben. So. Ein Item könnte man noch kaufen. Ich glaube, der Fuß ist sowas wie PhD mittlerweile, ne? Lass mich mal ganz kurz den Fuß nachgucken. Ja, richtig, der ist wie PhD. Es ist schon mal so eine höhere Chance für Zeug. Und er ist wie PhD. Er gibt mir nur noch positive Pilleneffekte. Wir nehmen den Fuß. Auch wenn Pillen natürlich relativ selten hier sind. Aber, ja, ne, es ist einfach ein Ding, was ich sage, das muss ich mitnehmen. Ups. Ab dafür. Sehr nice. Gefällt mir, also dieses Ding gefällt mir echt gut. Jetzt weh, ich sammle das Falsche ein. Ja, damit. Yes! Yes! So viel Yes! Oh mein Gott, nice! Okay. Das ist der Run. Das ist der Run. So, in Zukunft überschreiben ist jetzt die Frage, was wir überschreiben, ne? Müssen wir gucken. Was wir jetzt von den Sachen da überschreiben, müssen wir echt gucken. Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal weiter. Aber das ist jetzt natürlich, das ist jetzt sehr geil, was wir haben. Okay. Aber im Prinzip kriege ich jetzt nicht mehr, oder? Sehe ich das richtig? Weil ich habe kein HP ab. Da ist halt, okay. Jetzt wieder der folgende Test. Ich überschreibe jetzt mal den Stapler mit dem HP ab. Dann habe ich nachher 5 Herzen. Und dann hole ich mir den Stapler zurück. Und dann wollen wir mal gucken, ob das Herz da bleibt oder nicht. Ansonsten wäre Mom's Key auch ein geiles Item. Keine Frage. Aber ich habe bei Mom's Key das bisschen Bedenken, dass ich dann den Effekt nicht, also ne, dass der Effekt nicht bleibt, wenn ich Mom's Key wieder ablege. Während das HP scheint zu bleiben. Wir müssen es testen. Und ich probiere es mit Stapler aus, weil das ist das, wo ich am ehesten jetzt drauf verzichte. Nee, am ehesten kann ich auf das verzichten. Auf dieses Damage-Up. Auf das Challenge-Damage-Up.
Darauf kann ich am ehesten verzichten. Wir gucken mal, was passiert. Also, zack. So, jetzt haben wir 5 Herzen. Jetzt hole ich mir den zurück. Und wir behalten die Herzen. Wichtig und richtig. Also, wir können uns HP-Ups holen. Die zählen nicht. Die zählen offenbar nicht zu den... Ist das ein Bug oder ist es so gedacht? Ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall nutzen. Die Frage ist aber, welche anderen Items auch noch so sind, die ich einsammeln kann und die aber ihren Effekt praktisch behalten. Denn alles, was mit Statuswerten zu tun hat, geht zurück. Ne, ist jetzt die Frage, ob ich Wafer wieder abgeben kann und Wafer zählt dann immer noch oder halt nicht. Weil beim Sacred Heart ist klar, wenn ich das abgebe, dann habe ich diese Tiers nicht mehr. Ne? Genau. Ganz logisch. Und so habe ich sie wieder. Also, das ist offensichtlich, dass das dieser Effekt weg ist. Deswegen halt die Frage, wann passiert das und wann nicht. Ne? Okay, hier liegt ein Herz rum, das ist schon mal cool. Da kommen wir nicht ran. Ja gut, dann müssen wir jetzt in den Kampf gehen. Von den Sachen, die hier sind... Ah, die Divorce Papers, die waren... Die hatten... Was waren die Divorce Papers nochmal? Lass mich mal kurz Divorce Papers lesen. Ich weiß immer nicht, wie sie heißen. Ah, plus ein Bone Heart. Und 0,7 Tiers ab. Würde ich fühlen. Würde ich fühlen. Welches Item könnten wir denn dafür hergeben? Ja, da würde ich dann, da würde ich wirklich sagen, dafür können wir dieses Challenge-Ding hergeben. Das würde ich ehrlich gesagt sagen. Für die Divorce Papers würde ich das ersetzen. Weil ein Knochenherz ist ein Knochenherz. Das wäre schon cool. Das wäre schon cool. Okay, wir gucken mal, wie die Ebene läuft. Wir können ja jetzt, wenn ich es nicht gleich brauchen sollte, kann ich es jetzt hier erstmal speichern. Ich habe ja extra mir die Batterie gekauft, dass ich das aufladen kann. Und wenn es knapp wird, dann kann ich ja so ein Ding werfen. Aber ich muss es ja nicht unbedingt werfen, wenn ich eh klarkomme. Na, wenn es dann eh voll ist, dann werfe ich es natürlich, so wie jetzt. Ist klar. Aber ansonsten muss ich es nicht werfen, wenn es... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ihr seht, was ich meine. So passt die Geschichte halt. Ja, und jetzt habe ich es einmal einsetzen müssen und die anderen Male konnte ich es noch aufheben. Ich denke, das wird eine interessante Geschichte. Wenn wir jetzt noch sowas wie Dings bekommen würden, hier die Dings. Ach, ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr nicht, aber ist egal. Nee, wir machen erstmal weiter. Na, dann schmeißen wir den hier rein und dann freuen wir uns eine Runde. Der nächste kommt und geht auch gleich da rein. Und freut sich auch eine Runde. Jo, Alter, das ist insane! Das ist, für Dings ist das übelst insane. Lol. Für den Greed Mode. So, jetzt kann ich mir die Divorce Papers kaufen. Und wie gesagt, ich möchte gerne das Ding hier mit ersetzen, genau. So, jetzt wieder die Frage. Ach, da kommt das Mysterious Paper auch noch dazu. Stimmt, habe ich vergessen. Jetzt wieder die Frage. Verschwindet das Knochenherz, wenn ich mir das hier zurückhole? Oder nicht? Test. Es bleibt. Nur die Tiers gingen jetzt wieder zu. Das Knochenherz bleibt, nur das Tiers-Up ist wieder weg. Also die Statuswerte verändern sich entsprechend. Ne? Das Tiers-Up ist jetzt bei 1,05. Und ich würde das Tiers-Up schon fast bevorzugen, weil Damage ist halt eh schon sauhoch. Da würde ich das Tiers-Up echt bevorzugen. Na, seht ihr den Unterschied? Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja, dann machen wir es doch so. Dann lassen wir es doch so. Ist doch in Ordnung. Dann gucken wir jetzt, was wir für einen Deal bekommen und freuen uns eine Runde. Oder auch nicht. Wenn es ein Scheiß-Deal ist. Oh, der Engel. Kommt der auch hier rein? Ah, den Engel juckt es weniger. Okay, den Engel juckt es gar nicht. Juckt es nur Gegner, die am Boden sind? Interesting.
Was haben wir denn? Oh Gott. Jetzt wechselst du auch noch so hin und her. Aber bin ich ganz ehrlich. Ich bin bei Brimstone am überlegen. Weil ja wir den Homing-Effekt haben, ne? Brimstone kostet 2 Herzen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die vielen Tiers, die wir schießen, sind am Ende besser als der eine Brimstone-Laser, den wir haben. Weil wir haben jetzt ja nicht diesen Dreierschuss, wie damals bei Keeper. Ich würde es nicht nehmen. Ich würde es nicht nehmen. Ich würde hiervon nichts nehmen. Bin ich ganz ehrlich, ich würde hiervon nichts nehmen. Okay, aber dann haben wir es. Jetzt kaufe ich mir aber gleich einen Schlüssel, falls wir da unten keinen kriegen in der nächsten Ebene. Wobei ich jetzt auch wieder, jetzt ist wieder die Frage, was überschreiben wir, ne? Ich will eigentlich gar nichts mehr überschreiben. Ich bin eigentlich schon happy. Ich bin eigentlich schon happy mit dem, was wir haben. Und ich denke, so läuft es auch mit Isaac. Oh, wir haben noch gar nicht hier den... Wir haben noch gar nicht hier den Itemraum. Huch. Ja, dann gehen wir hier doch auch noch. Ist egal, ob ich jetzt in den oberen oder in den unteren gehe. Oha. Das sind beides Items, wo ich echt böse Bedenken habe, dass die mir irgendwas versauen können. Aber das Lustige ist ja, ich kann es einfach ausprobieren. Ich kann es ja wieder zurücksetzen. Ne? Ich kann jetzt sagen, hier, wir überschreiben, weiß ich nicht, den Stapler mit Dr. Fetus. Könnten mal kurz die Totenköpfe hier sprengen. Und den Geheimraum freilegen. Lol, da ist er sogar. Ja, okay. Cooler Geheimraum. Oh ja, dann sprengen wir doch kurz hier noch ein bisschen. Aber sind das jetzt Homing-Tiers? Also werden die Bomben jetzt Homing? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sehen, wie ich sehen will, für mich nicht sehr Homing aus. Ah, weg. War hier nicht noch eine Münze? Ja, wow. Aber die muss natürlich jetzt noch sein. Das ist ganz klar. Die snacken wir uns noch, die Münze. Ja, okay. das war das. So, jetzt aber wieder zurück. Ich möchte gerne meinen Stapler... Ich meine, den Stapler will ich nicht wieder haben, aber ich möchte den Effekt wieder weg haben. Das ist das Ding. Aber das ist cool. Dann kann man mit Isaac ausprobieren. Dann kann man mit Isaac ausprobieren und kann eine Entscheidung rückgängig machen. Das ist voll gut. Das ist voll gut, um Synergien zu testen. Das ist episch. Okay, jetzt habe ich natürlich meinen Schlüssel hier verschwendet. Also halt, eigentlich habe ich ihn wirklich verschwendet, aber man weiß halt nicht, was für Items man bekommt. Und vielleicht gibt es ja Items, die ich überschreiben kann. Also ich habe noch ein paar Items, die ich überschreiben kann. Stapler kann ich überschreiben. Theoretisch kann ich auch die Divorce Papers überschreiben, wenn ich was Cooleres bekomme als ne? Also, es gibt schon ein paar Items, die ich überschreiben würde. Und ihr seht, man kriegt trotzdem, auch mit nur wenig Items, kriegt man die HP-Ups zusammen, weil die ja einfach passen. Ja. Das ist interessant. Mir gefällt das. Mir gefällt das extrem. So, weiter im Programm. Das ist super interessant. Tainted Isaac. Mag dich. So, jetzt haben wir hier, guck mal, jetzt haben wir hier wieder die Situation, dass da ein HP-Up dabei ist. Und dieses HP-Up hätte eigentlich einen Nachteil. Jetzt kann ich doch das aber einsammeln, krieg die Herzen dazu und sammel den Stapler zurück ein und der Nachteil wird wieder ausgeglichen. Das ist doch insane. Das ist voll gut. Ich habe das Herz einfach so geschenkt bekommen jetzt. Feier ich. Feier ich hart. So. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das müssen wir kaufen. Das Gegner. Das Kaputtmachen von Gegnern füllt das Spacebar-Item auf. Das müssen wir kaufen.
Das müssen wir so safe ka. Ist das. Das ist das Trinket, dass wenn ich das einsammle, füllt es auch mein Spacebar-Item auf, richtig? 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 Das ist, das füllt mein Spacebar-Item auf. Das ist so ein Elektro-Dings. Charged Penny. Every time you pick up a coin, you have a small chance to gain one bar of charge. Ja. Richtig nice. Okay, die müssen beide gekauft und dann können wir nämlich den, das schwarze Loch auch ganz oft einsetzen. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Und hier muss ich jetzt halt überlegen, was ich dann dafür überschreibe. Aber da wird sich der Stapler dann schon anbieten. Ne? Da wird sich der Stapler, glaube ich, schon anbieten. Was ich auf jeden Fall nie überschreiben darf, ist Wafer. Das Wenn ich irgendwann mal Wafer versehentlich überschreibe, bitte haut mich. Bitte haut mich richtig hart. Aua. Jo, es ist super gut. Es ist vor allem so gut, dass ich gleich wieder überfordert sein werde mit allem, was ich noch kaufen kann. Guckt euch an, wie viele Münzen wir gleich kriegen. Und genau das ist, was ich meinte. Wenn mal ein Run läuft, wenn mal ein Run läuft, dann ist es einfach insane, was hier abgeht. Das ist genau, was ich meinte. So, jetzt kaufe ich als erstes den Kollegen hier, weil das auf jeden Fall das bessere Trinket ist. Ganz klar. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Dann. Ich will es eigentlich schon haben. Ich will es eigentlich schon haben. Aber was überschreibe ich? Stapler, die Batterie auf keinen Fall. Das Splash Damage auch nicht. Die Wasp Papers vielleicht. Das ist Quatsch. Der Luckfood, ich meine, nutzen wir ihn effektiv? Nicht so. Also im Moment ist Stapler das, was ich am ehesten überschreiben würde. Beim Luckfood ist halt so, sollten wir nochmal Pillen finden, wäre es dumm, wenn wir dann den Luckfood nicht mehr haben, ne? Und ich schätze mal, dass der Effekt auch wieder zurückgehen würde. Ich glaube, ich überschreibe Stapler. Ich meine, wenn es dumm ist, kann ich es ja rückgängig machen. Wenn es dumm ist, die Entscheidung kann ich es ja rückgängig machen. Ist ja nicht. So ist es ja nicht, dass es ewig hält. Ne? So ist es ja nicht. Okay. Machen wir noch den Dealkampf. Ach nee, jetzt kommt das der Boss. Ups. Hab ich da ein bisschen was verwechselt. So, hier rein da. Jawohl. Oh! Er ist einfach abgehauen. Er hatte diese andere Strategie. Aber seht ihr das, wie wir jetzt so auf die Art und Weise aufladen? Das ist so gut. Das ist so gut, wie wir einfach durch Kämpfen aufladen. Wisst ihr, wie wir Greed einfach die ganze Zeit in dieses Ding schieben können? Ja, wisst ihr. Ey, das ist ins. Ich kann es nur immer wieder sagen, es ist insane. Dann guckt euch das an. Wir laden einfach auf, dadurch, dass wir angreifen. Das ist natürlich dumm gewesen. Also ist er auf der anderen Seite des Auge. Und zusätzlich Wafer. Der Kampf muss laufen. Der Kampf muss einfach laufen. Wir gucken mal, wir sind voll. Ich kann sie einfach da reinschmeißen. Und wir haben einen Engelraum. Ja, aber was will ich jetzt noch an Items bekommen? Hilfe! Was gibt's denn hier jetzt? Ja, was mache ich denn hier? Wir könnten noch fliegen lernen. Was überschreiben wir, um fliegen zu lernen? Des Tiers ab, oder? Aber will ich fliegen? Wann kommen denn jetzt noch Löcher? Nee, fliegen lernen ist Schwachsinn. Die Leiter ist auch Schwachsinn. Wir kommen praktisch nicht mehr irgendwo hin, großartig. Okay. Ich teste jetzt was. Ich teste jetzt was. Ich nehme das Flug-Item und dann lege ich es wieder ab. Und dann will ich gucken, ob der Flugeffekt bleibt oder nicht. Einfach zum Test. Einfach zum Test. Ich denke, das ist okay. Wenn wir das als Test machen, oder?
Was war dieses andere? Was war das mit was da durchwechselt? Was war das nochmal? Angel. Age of A plus ein Eternal hat plus 0,7 Tiers ab. Ach so. Ach so. Wir. Wir gucken mal, was mit dem Fliegen ist. Aber eigentlich dürfte das Fliegen wieder sich zurücksetzen. Ich denke, es setzt sich wieder zurück. Aber ich will es mal testen. So. Na, jetzt kann ich schön fliegen. Ist cool. Und wenn ich jetzt wieder einsammle, ja, dann kann ich nicht mehr fliegen. Okay, also das wird zurückgesetzt. Aber warum sollte ich hier noch fliegen wollen? Also fliegen erscheint mir wirklich nicht sinnvoll in dem, was noch kommt. War ein Test, es war ein Test, ist in Ordnung. Ist okay. War ein Test. So. Eigentlich können wir können echt durchgehen, oder? Wir können echt, ich will jetzt nämlich nicht noch ewig aufhalten, wir können einfach durchgehen. Ich nehme noch einen Schlüssel und dann hauen wir ab. Was soll schief gehen? Entschuldigung, mit dem, was wir haben, was soll schief gehen? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Das wäre Blood Rage. Ich schätze, der Effekt ist auch weg, wenn ich das wieder einsammle. Aber ich habe es jetzt einfach mal genommen. Noch ein Schlüssel. Ich will jetzt einfach durch. Ich will jetzt einfach durch. Ich will jetzt nicht noch mich ewig 3 Millionen Mal ausrüsten und Zeug. Ich könnte jetzt noch mit dem Battler spielen. Ich weiß, ich könnte jetzt noch so viel machen. Aber wir haben Wafer, wir haben so viele Optionen. Nee, ich will jetzt einfach durch. Ich will das jetzt beenden. Ich will das jetzt beenden. Und mit der roten Batterie, die wir haben. Ach, wir sind jetzt in Geol. Ups, ich dachte, wir sind schon weiter. Jo, wie langsam bin ich denn? Hilfe. Okay, verliere ich den Cube wieder, wenn ich... wahrscheinlich verliere ich den Cube wieder, ne? Ja. Ja, klar ist der wieder weg. Aber ich würde fast den Cube einmal mitnehmen. Zur Sicherheit ist es ein kleiner Schutz. Das ist halt jetzt auch geil. Dafür gebe ich auch den Fuß her. Was hat sich da jetzt noch verändert? Achso, Shot Speed ist ein bisschen runter. Dann würde ich aber jetzt mit... Unter den Umständen würde ich mir jetzt fast gerne die Tears Up wieder zurückholen. Also, wir haben Wafer... Ganz ehrlich, wir haben Wafer. Nee, wir haben Wafer. Ich brauche keinen Cube um mich rum. Lol. Ich will nicht noch mehr Items. Das ist so... Nee, komm, wir spielen jetzt einfach. Wir spielen jetzt einfach. Alles cool, wir spielen jetzt einfach. Da ist wieder der Kollege hier. Der wäre jetzt nicht... Oh mein Gott, der wäre natürlich auch nochmal richtig nice. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich lieber ein schwarzes Loch haben will. Ups. Aber ich meine, ihr müsst es mal so sehen. Ich kann theoretisch in fast jeder Runde kann ich einfach das schwarze Loch hier einsetzen. Die werden eingesaugt und wenn ich die besiege, lädt es sich direkt wieder auf. Ups. Oh, das juckt den gar nicht. Der war zu weit weg. Okay. Interessant. Komm, einfach weiter, einfach weiter. Ich habe keine Lust, jetzt hier zu warten. Wie gesagt, mit Wafer. Ach, weil wir ja auch noch durch die Batterie... Ah, das habe ich ganz vergessen. Durch die Münzen kriegen wir ja auch noch Dings. Stimmt.
Oh, durch die Münzen kriegen wir ja auch noch eine Aufladung. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Gebt euch diese Ansammlung! Es ist so ins... Ich kann es immer wieder sagen, es ist komplett insane. Ist das Abaddon? Ist das Abaddon, oder? Ja, es ist Abaddon. Converts all your heart containers to black hearts, then gives you plus 2 more black hearts. Ach, wir sind so vor. Ich will nicht. Es klingt so dumm, aber ich will nicht. Wieso gehe ich überhaupt rein? Nee, ich will nicht. Wir gehen weiter. Ich will hier raus. Ich will hier einfach raus. Ich bin halt nur wirklich am Überlegen, ob nicht am Ende der Sprinkler noch geiler ist als das schwarze Loch. Aber ich würde einfach gerne das schwarze Loch in Action sehen. Muss ich gestehen, ich würde einfach gerne das schwarze Loch in Action sehen. Nee, Leute, wir gehen einfach. Ich will nicht mehr. Wir gehen einfach. Wir gehen. Ich will echt nicht mehr. Ich bin voll zufrieden. Das müssen wir doch jetzt schaffen. Bin ich jetzt schon wieder übermütig, dass es schief geht am Ende? Kann doch nicht sein. Mit Wafer und allem. Das kann doch nicht schief gehen. Das kann doch nicht schief gehen. Also, Entschuldigung. Ach, da ist gar kein Raum mehr. Das kann doch nicht... Nee, ich kaufe jetzt auch kein Chaos. Kannst du mich jetzt machen? Ich kann noch das HP abkaufen, weil ich es wieder zurückziehen kann. Das kann ich noch machen. So, hier, zack. Und gib mir die Papers wieder. So, easy. Das können wir noch machen, kein Problem. Und jetzt Abflug. Jetzt Abflug. Einfach durch. Einfach durch. Oh, da wollt ihr das. Ich wollte es nicht stoppen. Das war natürlich lost. Also, was soll denn Quidia dagegen entgegensetzen? Entschuldigung, es muss doch klappen. Ich bin nicht übermütig. Wirklich nicht. Ich bin nicht übermütig. Wo ist noch einer? Ach, da. Schaut euch an, wie sie sich freuen. Wie sie sich einfach freuen. Es ist so lustig. Was bist du denn? Du siehst ja wild aus. Kannst du auch da reingehen? Okay, du gehst da nicht rein. Das juckt dich gar nicht. Du bist interessant. Jetzt machst du einen Abflug. Jetzt machst du auch einen Abflug, okay. Das wäre ein interessanter Kollege. Ich weiß nicht, was ich im Engelraum noch... Ich meine, vielleicht sind die Eternal Hearts drin. Dann kann man noch ein HP mitnehmen. Ja, das nehme ich auch mit. Was macht denn dieser Ventilator? Was macht denn dieser Ventilator? Monstrance. Isaac now emits a large light aura that damages nearby enemies. Ach, das ist dieses Ding. Okay. Ja, ist auch cool. Aber nichts für jetzt.
Aber ich finde es gerade extremst geil zu sehen. Ach, okay, wir können eine Sache können wir kurz machen. Oh, hier, zack, gib mir das. Und jetzt gibst du mir wieder das. ich finde es gerade einfach extremst cool zu sehen, wie gut es doch möglich ist, mit wenig Items. Wir haben 8 Items. Wir haben ja nicht mehr bekommen. Trotzdem einen interessanten One zu sehen. Okay, wir machen noch. Wir können noch Geld. Habe ich jetzt positive Pillen? Ne, jetzt habe ich den Food hergegeben, ne? Jetzt machen wir, jetzt setzen wir keine Pillen mehr ein. Ich wollte noch auf die Pretty Flies gehen. Nee, ich lasse euch jetzt in Ruhe damit. Entschuldigung. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Es tut mir leid. Jetzt war ich. Ich wollte kurz. Okay, eine Sache machen wir noch. Wir füllen noch das Knochenherz auf. Wir füllen noch das Knochenherz auf. So, und dann haben wir jetzt auch mal wieder ein bisschen Geld zum Einzahlen. Doch auch in Ordnung. So, Abflug. Abflug, ich will nicht mehr. Ich will jetzt gegen den kämpfen und Schluss. Und einfach Schluss. Einfach Schluss. Einfach Schluss jetzt hier. Einfach Schluss. Einfach Schluss. Keine Lust mehr. Keine Lust mehr. Moin. Es juckt ihn, wie geil. Er geht auch voll drauf rein. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Ja, und wie ich... ich hab's so gehofft, dass die Dinger, wenn ich die kaputt mache, dass das hochgeht. Nice. So, hui. Nice. Ja. Okay, perfekt. Perfekt. Schildet Tiers dazu auch noch. Was will ich mehr? Das sind diese genau diese Ones braucht man. Und wir haben, ihr habt es jetzt wieder gesehen, ne? Es hat, ich glaube, 7, 8 Versuche gebraucht, bis wir so einen One hatten. Aber wenn man mal so einen One hat, dann läuft es einfach. Da muss man nicht mal gut spielen können. Das löst jetzt auch ein Erstklässler das Problem hier. Jetzt machen wir mal die Dinger vorher kaputt, bevor ich die ihm ins Gesicht drücke. Ja, ich bin zu langsam, weil ich kriege immer wieder Energie. Aber es ist in Ordnung. Was ist eigentlich, wenn ich die stacke? Oh, das hält ganz schön lange dann. Ey, das schwarze Loch ist so geil mit Kombination. Also in Kombination vor allem mit den anderen Sachen ist das echt ein geiles Item. Aber der Sprenkler wäre jetzt genauso geil geworden. Also der Sprenkler wäre jetzt auch insane, wie oft ich den jetzt hätte einsetzen können. Hier wäre schon alles voller Sprenkler. Hier wäre einfach schon alles voller Sprenkler und voller Tiers hier mit dem Damage. Also der wäre auch super geil geworden, gar keine Frage. Aber ich wollte halt mal das schwarze Loch in Aktion sehen. Brauchst dich gar nicht noch heilen. Ach komm. Wir haben es doch schon. Du hast es doch schon hinter dir. So, Abflug. Ciao. Und jetzt gib mir Guidia. Habe ich? Hä, was habe ich gerade gedrückt? Ach, Shotspeed. Ah, ich habe die Pille eingesetzt. Versehentlich. War keine Absicht. Und Wafer ist halt auch noch gut, ne? Ohne Wafer könnte ich mir schon vorstellen, dass ich hier nochmal Probleme bekommen könnte. Ohne Wafer könnte ich durchaus mir vorstellen, dass es Probleme geben könnte. Aber mit Wafer sehe ich hier keine Probleme. Aber der Guidia interessiert sich für das schwarze Loch schon mal nicht. Das ist schade. Da wäre der Sprengler tatsächlich die bessere Wahl gewesen. Muss man gestehen, ne? Muss man gestehen. Da wäre der Sprengler die bessere Wahl gewesen.
Jan interessiert sich dafür nicht so richtig. Aber es ist egal. Tschüss. Hat schon nochmal böse abgezogen am Schluss. Na? Muss man sagen. The Stars freigeschaltet. Und jetzt können wir noch einzahlen, so viel wie geht. Hui. Oh, das war schon. Liegt noch irgendwo Geld rum? Nö, schade. Ach komm, wir nehmen noch 8 Ball mit. Ui. So, okay, Abflug. Okay. Eine Stunde 40 Minuten. Um Tainted Isaac kennenzulernen. Ich glaube, wir haben wirklich in dem Part... Also wenn es jetzt noch irgendwas gibt, was ich nicht zu Tainted Isaac rausgefunden habe, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es noch irgendwelche coolen Hinweise gibt, ne, die den betreffen. Und dann machen wir nächstes Mal den gleichen Spaß mit Maggie. Ich denke, das ist wirklich... Ich denke, der Guidia-Mode ist wirklich am besten geeignet, um die neuen Charaktere kennenzulernen. Weil er schnell geht. Ne, weil man jetzt nicht den ganzen Run braucht oder so. Theoretisch geht er schnell, wenn man Glück hat. Ich hatte jetzt halt nicht so viel Glück. Weil am Anfang, ne, lief es noch nicht so gut mit den Items. Aber dann ging es ganz gut klar. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.